So, hallo, wir machen weiter. Bei Tears of the Kingdom. Und letztes Mal haben wir endlich das Rätsel gelöst, wo die Statue der Göttin war. Es war simpler, als ich dachte. Also viel simpler. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt... Ach ja, das hat jetzt gut funktioniert. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schaut einfach den Part an. Und jetzt wollen wir uns mal in Hateno ein bisschen mehr umgucken. Und dazu würde ich einfach an den Anfang des Dorfes gehen und von da aus meinen Weg nach oben bauen. Ich glaube und hoffe, dass das eine ganz gute Idee ist. Ist da oben wieder ein Krog? Yes! Dann war das jetzt blöd mit der... Ja... Mit der Ausdauer. Ja, das mit der Ausdauer war unnötig. Aber jetzt wissen wir, dass da oben ein Krog ist. Wenn es nicht reicht, setze ich noch die Kletterausrüstung ein, aber es sollte passen. Wenn ich nicht die Sprünge mache. Sollte alles passen. Ja, easy. Dann merkt man mal den Unterschied, ne? Hallo. So. Tschüss. Okay. Also das war wie erwartet ein Kroggy. Und hier starten wir ins Dorf, ne? Genau. Dann gucken wir mal. Ich werde nur Leute, glaube ich, anquatschen mit einem Ausrufezeichen oder so. Keine Ahnung. Muss ich mir noch überlegen. Ich will jetzt eigentlich nicht hier stundenlang rumquatschen. Das wäre nicht so ganz jetzt mein Wunsch. Okay, der Turm hat einfach keinen Eingang. Ja, hier ist nix. Gut, gehen wir wieder raus. Nach hinten. Da geht's noch in eine Scheune. Mit einem Ei. Was ist los? Ich kenne diese Person nicht. Hä? Was machst du hier? Oh, jetzt wo ich ihn besser sehen kann, er ist wirklich attraktiv. Okay, ich bin gleich weg. Okay. Vergiss, was heute geschehen ist. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Alles klar. Ich klaue einfach alle Eier hier. So ein Ding ist das. Mehr Eier zum Klauen? Glaube nicht. Also gut, ich werde nicht nur Leute anquatschen mit Ausrufezeichen, denn wenn ich Eier kriege, dann... lohnt es sich ja auch so. Oh je. So, in Brunnen müssen wir zum Glück nicht mehr rein. Die haben wir alle gesehen. Als Feldkammer ist wahrlich noch nicht bezeichnet. Ich sollte etwas daran arbeiten.
Also dann, was macht ein Reisender hier von so einem Ort? Bla 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 bla. Das Feld der Schule in Hateno. Okay. Bis es urbar wird. Okay. Gut, ich denke, dann haben wir jetzt hier alles Wichtige gesehen in diesem ersten Bereich. Und können weiterziehen. Was war da untersuchen? Ach so. Okay. So, hier unten war ja damals diese Dämonenstatue. Aber die ist jetzt einfach weg. Okay, die ist jetzt einfach weg. So, du bist doch jetzt aber wohl ein Krog. Yes. Wunderbar. So. Zurück nach oben. Dann gucken wir mal zu unserem alten Haus. Theoretisch müsste es ja noch unser Haus sein. In Taburasa in Akala wird der Traum vom eigenen Haus wahr. Ja, die waren ja hier mal die Dumms da und jetzt sind die nicht mehr hier. Aber man sieht ja die ganzen Häuser von denen. Ja, das ist dieses typische, diese typische Bauart von Dumms da. Da ist wieder ein Brunnen. Ich glaube, das ist sogar der Brunnen, wo ich damals rein bin. Mir scheint es halt nicht wirklich viel zu bringen, in diese Häuser zu gucken, ne? Nee. Oh, da hat was geleuchtet. Nein? Okay. Eingebildet. So, das war mein Haus. Merkt man davon noch irgendwas? Ja, hier hat Zelda scheinbar ihre Sachen eingerichtet. Schlafen. Okay, ich kann hier tatsächlich schlafen. Ja, Zeldas Tagebuch. Oha. Nach der Verheerung reiste ich durch Hyrule, um herauszufinden, wie ich am besten einem Wiederaufbau helfen könnte. Ich sah zerstörte Gebäude und verlorene Städte. Der Schaden war noch weitaus schlimmer als befürchtet. Doch als ich den Leuten zusah und ihnen zuhörte, wurde mir schnell eine Sache klar. Ihr Lebensmut war ungebrochen. Das größte Gut Hyrules waren seine Bewohner mit ihrem eisernen Willen. So wurde mir durch meine Reise wieder meine Aufgabe bewusst, die Einwohner von Hyrule zu schützen. Im Zuge des Wiederaufbaus von Hyrule bauten wir eine Schule in Hateno. Es ist die größte Siedlung in Hyrule mit weitem fruchtbarem Land. Und da dort so viele Kinder wohnen, bot sich Hateno für eine Schule an. Als Lehrer konnte ich Simon vom Forschungsinstitut gewinnen. Er ist seit Jahr und Tag Puras Assistent und als solcher sicher gut geeignet, mit Kindern kennt er sich aus. Ich werde dem Unterricht einige Zeit beiwohnen und mir selbst ein Bild davon und von den Schülern machen. Den Bau der Schule gab ich bei Herrn Lander in Auftrag, dem Architekten von Dumster vom Bauunternehmen Dumster. Er schien ihn sehr zu bewegen, da dies sein letzter großer Auftrag in Hateno war, bevor er zu einer Reise aufbricht. Ich ließ ihn einen geheimen Raum auf meinem Grundstück bauen, von dem sonst niemand etwas weiß. Wir müssen suchen. Er ist etwas düster, aber Temperatur und Luftfeuchtigkeit sollten keine großen Änderungen unterworfen. Ich finde es sehr angenehm, mich dort aufzuhalten. Dieser Raum ist genau der richtige, wenn ich mich zu konzentrierter Arbeit zurückziehen möchte.
Kaum hatte das Schulprojekt angefangen, standen wir auch schon vor dem ersten schwierigen Problem. Uns fehlen qualifizierte Lehrer. Simin hat sich der Sache angenommen, aber noch fehlt ein guter Kandidat. Unsere Lehrkraft sollte intelligent und gebildet sein und die Kinder müssen ihr vertrauen können. Kinder zu unterrichten und zu schützen bedeutet, unser Land zu schützen. Man muss sie lehren, das Land zu lenken. Ich hoffe, viele herausragende Persönlichkeiten, denen unsere Zukunft am Herzen liegt, werden als Lehrer zu uns kommen. Ja, ich bin schon auf dem Weg, ne? So, aber sonst ist hier nichts. Aber es gibt einen geheimen Raum, ja? So, so. Auf dem Grundstück gibt es einen geheimen Raum. Ja, gut, dass wir das Tagebuch gelesen haben. Ich hätte mir ja sonst nie zur Suche aufgemacht. Nach einem geheimen Raum aus. Das auch nicht. Okay, vielleicht auf dem Dach? Naja, da kann jetzt kein geheimer Raum auftauchen. Oder ist der Brunnen, warte mal, ist das ein Athenobrunnen oder ist das ein spezieller Brunnen? Da waren wir nicht. Das ist ein spezieller Brunnen. Das ist kein normaler Hateno-Brunnen. Zeldas Tagebuch lesen. Die Verheerung ist zwar Geschichte, doch sie hat Namen hinterlassen. Der Wiederaufbau läuft, aber es gibt viele Probleme. Links Kleidung hat sehr gelitten, seit er mich dabei begleitet, die verschiedenen Regionen unter die Lupe zu nehmen. Ich möchte Abhilfe schaffen und habe deshalb ein neues Reckengewand für ihn anfertigen lassen. Da ich mir so viel Mühe gegeben habe, ist die Vorfreude auf sein überraschtes Gesicht besonders groß. Solange wir unsere Arbeit nicht beendet haben, verstecke ich das Gewand erst einmal im Thronsaal. Gewiss kommt außer ihm niemand auf die Idee, dass die Feuerschalen der Schlüssel sind, um es zu finden. Ich muss in das Schloss zurück. Och nee, ach Zelda. Hättest du es nicht hier verstecken können? Ist hier noch irgendwas sonst? Nee, ne? Aber gut. Wichtiger Hinweis für neue Kleidung. Wichtiger Hinweis für neue Kleidung. Werde ich komplett vergessen? Macht nichts. Oder habe ich spontan irgendeinen Teleport zum Schloss? Oh, mir fehlen noch 4 Türme. Oha. Nee, zum Schloss selbst habe ich überhaupt keinen Teleport. Ach, komm. Ach, das ist gar nichts zum Einsammeln, toll. Okay, Was? Och, nett. Wo willst du hin? Ach ja, okay. Scheint, als ob man da einfach hochlaufen könnte. Ist halt dann einfach nur eine Laufmission. Bisschen Heilung. Stopp, 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 stopp. Nein, 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 nein. So war das nicht geplant.
kurz vorm Ziel hier fast losgelassen, den Kollegen. Nein! Hey, ihr hast doch gerade gesagt, endlich wieder zusammen. So. Sehr schön. Okay. Ganz da hoch brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt, weil da ist dann eh nur dieser Dings halt, ne? Wir wollten uns ja in Hateno umgucken. Nicht jetzt hier wieder ablenken lassen. Wir haben gerade mal die erste untere Hälfte. Hälfte ist gut, ist noch lange nicht die Hälfte. So, aber jetzt kann man das große Gebäude hier uns anschauen. Das scheint ein Laden zu sein, ne? Immer hereinspaziert, alles klar. Okay, keine Quest. Einfach nur Zeug zum Kaufen. Schütze der Gerechtigkeit, alles klar. Zu. Okay, ja, dann ist hier nichts weiter Spannendes. Ja. Okay, gegenüber ist Modedings. Oh. Was ist das für ein Hut? Okay. Sargono-Phänomen. Okay. Das war ja spannend. Gut. Dann ist hier wahrscheinlich das Modeding. Hey, warten Sie mal, nicht vordringen, wir waren zuerst hier. Ich habe schon so oft gesagt, drei Kunden auf einmal kann ich nicht hereinlassen. Was? Da haben wir all die Mühen auf uns genommen, um herzukommen und dann dürfen wir nicht rein. Ich wollte doch die neue Kreation der berühmten Modeschöpferin Sargonus sehen. Ich hatte mich so darauf gefreut, schließlich heißt es ja, es sei ihr bisher bestes Werk. Mir tut es wirklich leid, aber es gibt nur noch ein einziges Ticket. Nur noch ein Ticket, das heißt, einer von uns zum Beispiel, ich könnte schon mal rein und die Lage peilen. Das will ich überhört haben, wir sitzen alle im selben Boot, wir werden gemeinsam segeln oder untergehen. Ich weiß, aber es war doch nur ein Scherz. Nun gut, dann kommen wir ein andermal wieder. Einverstanden, in diesem Dorf gibt es ja auch eine Färberei. Mit einem Besuch dort können wir etwas Zeit totschlagen. Ich würde auch gern zum Bauernhof gehen. Jetzt, wo du sagst, ich habe gehört, in der Nähe des Bauernhofs ist ein Institut, in dem alle Dinge erforscht werden. Wir haben uns schon so herausgeputzt, dann sollten wir uns auch alles ansehen. Ja, alle drei gehen, ich bleib übrig. Juhu. Zum Glück haben die aufgegeben. Oh je, tut mir leid, dass sie warten mussten. Sind sie auch hier, um die neue Kollektion meiner großen Schwester von Sargono zu sehen? Da sie allein sind, können sie einfach hereingehen. Sargono höchstpersönlich ist auch gerade da. Derzeit ist es nur eine Ausstellung, man kann also nichts kaufen. Ich hoffe, sie verstehen das. Alles klar, das war ein sehr interessanter Dialog. Das ist Sargono, okay. Ach, ich kann mich einfach nicht daran satt sehen. Ein Meisterwerk, wie es im Buche steht. Es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass ich Sargono mittlerweile weltberühmt bin. Hä?
Oh, entschuldige, bist du etwa ein Bewunderer von mir? Obwohl deinem trüben Blick nachzuurteilen, hast du mit Mode wirklich nichts am Hut. Die Boutique C4 ist die einzige weltweit, in der die Marke Sagono verkauft wird. Und ich bin bescheidene Designerin, die das gesamte Dorf zum Nabel exzentrischer Mode gemacht hat. Was du hier vor dir siehst, ist nicht weniger als der Sagono Deluxe, meine neueste und einzigartigste Kreation. Ja, ich bin begeistert. Das ist ganz toll. Dieses Werk ist so einzigartig, es ist unmöglich, einen Preis dafür zu bestimmen. Es steht nicht zum Verkauf. Ich habe beschlossen, es jemandem zu schenken, der es sich als würdig erweist. Die würdigste Person in Hyrules modischer Stadt. Was soll das mit Hyrules modischer Stadt? Ich habe eigentlich nie gewollt, dass die Stadt zum Modezentrum wird. Oh, sieh mal eine an. Wie kann ich denn, werter Herr Bürgermeister? Es tut mir leid, ich wollte ihn am Eingang aufhalten, aber er hat sich einfach vorbeigedrängt. Sagono, hör bitte auf damit, das gesamte Dorf mit deinen Kreationen zu verschandeln. Dir ist vielleicht nicht bewusst, aber Schlaf ist auch für Gemüse sehr wichtig. Deinetwegen ist es jetzt auch nachts taghell und das Gemüse wächst kaum noch. Das Gemüse ist das Markenzeichen des Dorfes. Was sollen wir tun, wenn es verkümmert? Oh je, Liebes, nun reg dich doch nicht gleich so auf. Es gibt im Dorf ja durchaus auch Befürworter von Sagonos Stil. Lass uns in aller Ruhe darüber sprechen, ja? Nee, ich habe lang genug stillgehalten und jetzt haben wir den Salat, beziehungsweise die Pilze, überall. Als Bürgermeister ist es meine Pflicht, das Dorf zu beschützen. Das Dorf beschützen? Vor wem? Vor Besuchern aus aller Welt, vor zahlungskräftigen Touristen, vor Erfolg und Wohlstand. Wir haben noch nie Touristen gebraucht und brauchen sie auch jetzt nicht. Hatino steht für Ruhe, Frieden und Gemüse. Darüber sollten die Bewohner entscheiden, nicht du allein. Meine Avantgarde-Schöpfungen oder die provinziellen Werte des Bürgermeisters. Sie sollen selbst entscheiden, in welche Richtung es mit dem Dorf gehen soll. In einer Bürgermeisterwahl. Eine Bürgermeisterwahl? Na meinetwegen, die gewinne ich sowieso. Sofort, ich überlasse dir die Organisation der Bürgermeisterwahl. Was? Klavia, sieht so aus, als wäre die Sache entschieden. Wir gehen nach Hause. Okay, was zum Henker? Du schon wieder? Es ist noch so viel zu erledigen für die vorbeinende Bürgermeisterwahl. Ja. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber du bist natürlich für... Weiß nicht. Achso, wenn du dich noch nicht entschieden hast, dann herzlich willkommen im Team Sagono. Denn das wäre ja geklärt. Sehr schön. Wie jeder weiß, habe ich die besten Aussichten auf den Bürgermeisterposten. Zumindest sollte dir es allen klar sein, aber es gibt immer noch Dorfbewohner, die Redner unterstützen. Das darf nicht sein. Und jetzt kommt's. Ich habe einen fantastischen Plan. Wir verschenken Pilze an alle Rednerwähler. Pilze sind quasi das Sagono-Markenzeichen. Sagono ist eine Ode an die Pilzmode. Meine Pilzgeschenke bringen Frische in verstaubte Hirnkästen und säen Kulte. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich will das nicht mehr lesen. Mein Gott. Okay, ich habe 8 Hyrule-Pilze von ihr bekommen. Okay, alle, die keine Kleidung tragen, solchen Pilz geben. Will ich wirklich, und dass sie Bürgermeisterin wird? Gib jedem dieser 8 einen Hyrule-Pilz. Okay. Die Frage, die ich mir halt gerade stelle, ist, kann ich jetzt wirklich beeinflussen, wer es wird? Oder ist es einfach so, dass... Oh mein Gott, was ist jetzt mit ihr? Die Organisation der Bürgermeisterwahl bringt so viel Arbeit mit sich, da habe ich mir wieder mal was aufhalsen lassen. Entschuldigen Sie. Es tut mir aufrichtig leid, dass Sie in die ganze Sache reingezogen wurden. Ja, was soll ich tun? Ja, was soll ich tun? Nachts wegschleicht. Mhm.
Schwester zu folgen und herauszufinden, wo sie hingeht und was sie dort treibt. Oh. Okay, interessant. Also, hier geht schon wieder einiges in Hateno ab. So, da unten waren wir drin, ne? Das waren die... Ja, das waren die Eierhäuser. Passenderweise wird es gleich Nacht. Sollen wir sie einfach mal verfolgen? Die Frage ist, wie startet man das? Wartet man einfach, bis sie losgeht? Oder was? Was muss man tun? Hey, ich sehe dich. Die einzige, die sich Hyrule-Tomaten, auf die ich so stolz bin, spitzen darf, ist meine Tochter Asta. Wenn du eine essen möchtest, geh doch bitte zum Krämerladen und kauf dir eine. Kann ich dir einen Pilz geben? Hier, ein Hyrule-Pilz. Oh. Was ist das, ein Geschenk von Sagono? Ja, das steht mir wirklich nur danach aus. Sagono hier, Sagono da, die wird schon ein... Da wird schon ein rechter Rummel drum gemacht, aber für mich ist das nichts. Ich weiß, die Dame hat bestimmt sehr hart, eben für uns Bauern hier in dieser Gegend ist Mode unnötiger Quatsch. Trotzdem danke für den Pilz, das ist echt nett von dir. Okay, der Erste hat einen. So, was haben wir hier? Ah, das könnte das Haus vom Bürgermeister sein. Da ist so ein Ding runtergefallen, aber... Nee, das ist die Schule! Das ist die Schule für ganze vier Kinder. Ja, hier sollte ich wohl eher hinkommen, wenn Tag ist, ne? Oh je. Korrespondenzbuch. Ja, let's go. Die kleine Asta, Meadows Tochter, ist ein sehr aktives Mädchen. Meadow soll auch für die Frisur diesen charmanten Bob verantwortlich sein. Asta scheint ihren Vater sehr... Ist es jetzt... Geht es jetzt nur um die Kinder? Ich überflieg's mal. Ja, es geht um alle einzelnen Kinder. Okay. Ich überflieg's mal. Super Azu. Ja. Oh je. Alter, so viele Namen, ich raste aus. Och, lol. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Hi. Simin, aber ja, was ist denn? Ach, du bist es, Link. Wir haben uns ja seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Link, du bist zurück. Verzeih meine Überraschung. Ganz, ganz offensichtlich bist du zurück. Ja, erzählen wir erstmal alles. Ja, ich weiß, dass die Schule hier von ihr gebaut wurde. Nächstes Thema ist die Verheerung. Ja. Ja, ich nehme am Unterricht teil. Alles klar, kriegen wir hin. Kann ich die Glocke läuten? Boah. War jetzt nicht so erfolgreich. Hm.
Okay, ich gucke jetzt mal, ob dieser Gono gerade loszieht. Weil es hieß ja nachts, also so keine Ahnung, wie man das... wann man da losziehen sollte. Aber ich finde, jetzt ist nachts. Gut, klappt super. Noch drin. Nee, sie ist tatsächlich weg. Oh. Mitten in der Nacht wegschleicht. Oh. Bloß nicht in ihr Sichtfeld. Ja, dafür müsst ihr erstmal wissen, wo sie überhaupt ist. Was ist dein Problem? Behelfte Fräulein Effi. Empfangsdame, okay. Er stalkt sie eigentlich ja nur. Klar. Aber die Dings ist jetzt hier auch nicht. Wo soll die denn hin sein? Also ich meine, es heißt, sie schleicht sich davon. Sie kann es ja nicht irgendwo hinschleichen, wo überall Leute sind. Ich werde die wohl eher nicht jetzt finden. Auf spontan. Ich glaube, die ist schon weg. Ich glaube, die ist schon weg. Ja, ich glaube, die ist schon weg. Es wird schon ein großer Zufall, wenn ich die irgendwo noch plötzlich sehe. Vor allem, hier sind ja überall Leute, also die kann sich ja nicht irgendwo hinschleichen, wo Leute rumlaufen. Das ergibt ja keinen Sinn. Also eigentlich kann sie sich meiner Meinung nach nur... Aber an ihm vorbei müsste sie ja auch kommen. Das ist ganz komisch. Hier sind überall Leute. Ich weiß nicht, wo die sich rumschleichen soll. Da jetzt auf gut Glück irgendwo hinfliegen, ist auch Quatsch. Ja, gut gemacht. Nee, das machen wir wann anders. Da müssen wir uns mal wirklich sozusagen, wenn sie drin ist im Haus, oben aufs Dach setzen, bis sie rauskommt. Alles andere ist Quark. Alles andere ist totaler Quark. Aber guck mal, die sind alle sonderlich nicht gerade begeistert wegen dem Gemüse, ne? Oh. Modefirlefanz. Am Ende sollten die einfach zusammenarbeiten. Gemüsesakono. Mein Gott, ich bin weder noch. Ich will dir einfach nur einen Pilz geben. Hm.
Wieso kann ich ihm jetzt keinen Pilz geben? Sag halt Sagono, gib ihm den Pilz, meine Nerven. Oh. Ach, er hat ja schon so einen komischen Hut. Ja, da kriegt er keinen Pilz mehr. Was mit dir eigentlich? Du hast keinen Pilz. Hut. Hier ein Hyrule-Pilz. Wow, es geht tatsächlich mal wieder. Nee, man kann es ihnen halt eigentlich nicht verübeln. Also eigentlich bin ich auch nicht gerade jetzt begeistert von dieser Pilzmode. Um ehrlich zu sein. Und sonderlich sympathisch fand ich sie jetzt auch nicht. Wieso schlafen die mit Hut und... Wofür gibt's Bettdecken? Was ist das? Das ist Effi. Okay, ja, die fühlt sich von dem gestalkt, offensichtlich. Weiß ja nicht, ob ich die zusammenbringen will. Lass die Gute mal in Ruhe, Kollege. Hau mal ab hier. Hau mal ab hier, Kollege. Gefällt mir gar nicht, was du hier treibst. Na gut, so. Was haben wir hier für ein Haus? Ein spannendes jedenfalls. Was ist hier? Die Färberei, ne? Willkommen in der Färberei Tornado. Ja, ja, du bist ein neuer Kunde, stimmt's? Aber wenn du etwas färben willst, bitte meinen Ehemann, weil der hat viel mehr Ahnung als ich. Okay. Hereinspaziert. Eigentlich will ich nichts färben, ich will nur quatschen. Färben wir deine Kleider. Aber es bringt ja nichts, ne? Also es ändert sich ja nur, dass ich gefärbt werde. Du hast ein wirklich schönes Parasegel. Nein, das bleibt wie es ist. Stofferneuerung. Was heißt erneuern? Sagono-Stoff. Okay. Normaler Stoff. Nostalgiestoff. Also das sieht nur anders aus, ne? Nee, echt nicht. Ich will auch keine Kleidung färben, lass mich in Ruhe. Okay, also das ist, wenn es wirklich nur ums Färben geht, sind diese Stoffe wirklich irrelevant. Und das ist dann auch eigentlich... Jetzt hat der einen Ausrufezeichen. Willst du mich verarschen? Was soll ich tun? Ein Stoffmuster nach dem Vorbild eines Schleims. Wenn ich eine Vorlage hätte...
Blauer Schleim. Also will er ein Foto von dem blauen Schleim oder was? Habe ich kein Foto von dem... Ja, wahrscheinlich habe ich aktuell kein Foto von dem blauen Schleim. Okay, sobald ich ein Foto von dem blauen Schleim habe, kriegt er einen blauen Schleim ins Gesicht gedrückt. Das klingt falsch, macht nichts. So. Was haben wir hier für ein Haus? Nichts Spannendes. Okay, danke dafür. So. Da hinten ist die Schule gewesen, ne? Ja. Ja. Da müssen wir gleich hin, wenn der Unterricht beginnt. Die Färberei haben wir damit jetzt auch gesehen. Hier ist ein Koch-Dings. Da ist ein Esel. Da ist jetzt wieder das Hotel. Das war auch immer recht viel da drin los. Da ist ein Topfdeckel. Scheint gar nicht so viel los zu sein. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt. Je weniger ich zu tun bekomme, umso besser. Okay. So, gehen wir mal raus auf den Balkon. Da waren Leute. Oh. Willkommen, Kamerad. Und, Entschuldigung, ich arbeite zwar im Gasthaus, aber wenn du etwas brauchst, dann frag doch bitte am Empfang. Primella ist gestimmt dort. Ah, Kleider von Sagono. Er will einen Pilz. Ja, ein Pilz. Kojen vom Bauernhof oben auf dem Hügel. Okay, da muss ich da auch noch hin. So. Hier ist auch niemand, der einen Pilz bekommt. Ne, hier ist gar nichts. Okay. Ah, nee, du bist ein Hund. Ist hier jemand zu Hause? Ja, aber du hast den Sagono-Pilz. Interessierst mich nicht. Okay, hier interessiert mich auch niemand weiter. Hoi, oi, oi. Hier ist kein Haus. Aber man kann trotzdem reingehen. Ja, Spurtechse nehmen wir mal gerade mit. Du hast auch keinen. Falschen Hut auf. So, aber hier jetzt, ne? Wahrscheinlich schon auf dem Feld draußen. Ja, hier ist niemand mehr.
Ja. Ein Pilz. Ja, ist ja in Ordnung. Nein, ich brauche meine Eicheln, glaube ich. So, da haben wir noch jemanden mit Pilzgedanken. Was will sie denn jetzt? Will sie Fische? Hier ein Pilz. Ah. Ah. Oh, Flaschenpost im Teich. Ja, let's go. Warum ist die da reingefallen? Okay, ja, easy. Da kommen wir easy ran. Ja, schade war's. Kann ich die einfach so mir holen? Oder schieben? Ah. Okay, nicht ganz so easy. Nicht ganz so easy wie gewollt. Na gut. Ja, komm, dann machen wir die schnelle Variante. Tun wir nicht lange rum. Wo sind jetzt die Dinger? Oh, damit soll es auch funktionieren, oder? Yes, damit funktioniert es auch. So, nah genug am Ende sind wir. Neue Spezialität mit Bürgermeister Fermentierung Käse namens nicht vor der Reife. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das noch was bringt, aber hey. Hier bitte schön deine Flaschenpost. Das ist doch die Flaschenpost meines Urgroßvaters, aber wie hast du... Hast du die für mich aus dem Teich gefischt? Vielen Dank. Nun finde ich endlich heraus, wie man den Bauernhof neu beleben kann. Moment, ich lese gleich mal hinein. Ja, das wird nichts mehr. Okay, neue Spezialität. Ja, das habe ich auch gelesen. Das könnte sogar funktionieren. Natürlich muss die Idee mal ins Konzept versetzen. Okay, alles klar. Okay. Ah, die macht neues Essen wahrscheinlich. Okay, alles klar. Die macht neues Essen. Gut. Ist in Ordnung. Haben wir hier irgendwelche Tiere noch nicht fotografiert, zufälligerweise? Ja. Gleich ganz vorne den Kollegen. Jetzt haben wir aber alles fotografiert, scheinbar. Okay, zwei weitere Tiere. Passt. So,
Der Baum da in der Mitte auf dem See ist ein bisschen verdächtig, muss ich gestehen. Spionspiel. Okay, das war zum Glück keine Mission. Ja, das war ein bisschen zu spät, Kollege. Ha! Da ist, was wir suchen. Na! Sehr schön. Ich hab dich entdeckt. So. Okay, von hier aus komme ich jetzt relativ easy wieder zurück. Sehr gut. Okay, jetzt ist allerdings für Schule wieder zu spät. Das ist natürlich doof. Kann man nichts machen. Ach so, Belohnung holen. Nein, das ist der Falsche. Sie muss ich quatschen. Yes. Gib mir Essen. Wow, hat hier nur Käse. Hateno-Käse, was auch immer. Aber wahrscheinlich gibt es ihn dann jetzt im Laden auch zu kaufen. Ja. Oder sie verkauft den Käse, keine Ahnung. Man weiß es nicht. Ja, ich glaube, sie verkauft Käse. Hateno-Käserei. Also sie will doch ja auch im Käseladen, okay. Mit Milch statt mit Geld. Okay. Gut. Das war dann die Geschichte. So, weit hoch geht's nicht mehr, ne? Da ist kein Haus mehr. Ach, scheiße. Doch, nee, da war ich gerade drin, glaube ich, oder? Ich glaube, da war ich drin. So, dann haben wir jetzt noch... dieses Haus. Oh, hier ist eine Göttinnenstatue. Okay. Good to know. Dann ist das Haus des Bürgermeisters. Der kriegt erstmal jetzt einen Pilz. Oder ich muss ihm auch unterstützen. Das wäre jetzt witzig. Zwei streng geheime Pläne, um Sagono auszustechen. Nostalgisches Geschmackserlebnis wieder zu beleben. Okay. Wer hat denn Käse da oben? Also theoretisch Käse, ne? Ha, es ist der Käse. Es ist der Käse. Oh, perfekt. Wir haben die richtige Reihenfolge gewählt. Die Spezialität, die mein Großvater damals mit jemandem aus dem Dorf entwickelt hat. Hateno-Käse. Auf einmal fällt mir wieder ein.
Mein Großvater hat also mit jemandem vom Bauernhof daran getüftelt. Kaum zu fassen, dass das Rezept bis heute gibt und dass der Kurien den Käse ganz neu herstellen konnte. Ja, perfekt. Jawollo. Okay, ich krieg einfach 100 Rubine für den Käse. Chillig. Ja gut, wunderbar. Zack. Oh. Okay, also bei ihm war es der Käse, um den es ging. Ich hoffe fast, dass es so läuft, dass am Ende einfach 50-50 ist, na? Und die dann zusammenarbeiten müssen. Das würde ich mir wünschen, so als Spielelösung. Einfach eine schöne Zusammenarbeit von den beiden. Sie muss erkennen, dass das Gemüse wichtig ist, dass die Bauern hier ihr Zeug haben. Und er muss aber auch begreifen, dass sowas wie Mode auch nicht verkehrt ist. Eintritt strengstens verboten. Okay. Da komme ich bestimmt aus dem Brunnen hoch. Wo ist denn hier der nächste Brunnen? Na, das machen wir mal anders. Ich mache hier mal eine Markierung hin. Weil das will ich austesten, ob man da rein kann. Okay, das ist jetzt natürlich ganz schwer zu markieren, wenn ich nicht näher ran darf. Ah, ist schlecht markiert. Ganz schlecht markiert. So. Besser. Oh, die Schule ist vorbei. Alle gehen heim von der Schule. Ja. Alle gehen von der Schule heim. Habe ich dir schon einen Pilzhut gegeben? Mit dir habe ich gequatscht, aber ich glaube, du hast noch keinen Pilz von mir bekommen. Hier ein Pilz. Ah. So. Wie viele Pilze muss ich denn noch geben? Wollt ihr auch Pilze eigentlich? Aber du wählst ja noch nicht, ne? Okay. Hier ein Pilz. Oh? Ah, nee, du bist Azu. Du bist kein Pilz. Du bist super Azu. Ja, das haben wir schon festgestellt. Okay, also da gibt es nichts Spannendes zu erzählen. Also überhaupt nicht. Will er vielleicht einen Pilz? Glaube ich nicht, ne? Das heutige Thema war Verheerung. Unmöglich zu schwierig für die Kinder. Gerade aus vergangenen dunklen Zeiten lernen wir am meisten. Von dir das Wissen was. Ja, würde ich ja. Okay, also das. Da muss ich einfach irgendwann mal rechtzeitig da sein. Ja, wie viele Pilze muss ich denn jetzt noch vergeben? 2 Dorfbewohner muss ich noch aufsuchen. Großartig. Ist hier jemand auf dem Feld? Nee, schade. Das wäre auch zu leicht gewesen. Aber wo ist eigentlich der Altar mit der blauen Flamme? Der ist einfach weg. Ich glaube, da steht die Schule. Jetzt kann das. Oh, hier ist noch ein Feld. Hinter der Schule ist noch ein Feld. Aber da ist niemand.
Ja, schade. Ah, da sind Gegner, interessiert nicht. Ha. Es wird schon wieder Abend, oder was? Crazy. Ach so, ich habe ja vor Sagrono mit anderen Leuten geredet. Die aber natürlich auch potenziell... Ah, scheiße. Ja, mit denen muss ich nochmal reden. Ja, mit denen muss ich nochmal reden. Okay. Dann machen wir das doch. Die haben alle schon einen komischen Wait. Keine Sachen von Sagrono, jawohl. Ach nee, das bin ich gemeint. Oh. Pff. Ah ja, ja, alles klar. Ja, ja, alles klar. Sagrono. Ja, er hat auch Sagrono, ne? Ja, ja, ja. Gibt's jetzt hier eigentlich irgendwo... Ah, guck mal, hier gibt's schon den Hateno-Käse. Cool. Sehr cool. Waren hier oben noch Leute zufällig? Kann ich mich aber eigentlich nicht... Also hier war ich ja drin in den Häusern, da war ja niemand, ne? Scheiße. Da ist jemand, aber das ist ein Kind. Fräulein Zelda. Ja, das ist nur ein Kind. Und da drüben ist natürlich niemand, weil da haben wir gewohnt, scheinbar. Oh Mann, welche zwei fehlen mir denn jetzt? Habe ich dir schon einen Pilz gegeben? Ne, du hast einen Pilzhut. Du hast einen Pilz von mir bekommen, ne? Ja. Oh Gott, ist das bescheuert. Wer hat jetzt noch keinen Pilz? Also wer hat noch einen Pilz? Mann! Wer hat noch keinen Pilz von mir bekommen? Das war die Frage. Hier sind ganz viele Kinder. Die bekommen auch keinen Pilz. Oh je. Ah, da hinten war noch jemand, ne? Da war ich auch nicht mehr. Stimmt, die Eierfrau. Hat die Eierfrau einen Pilz aufgehabt? Wo ist denn die? Wo ist jetzt die Eierfrau hin? Wo ist jetzt die Eierfrau? Ja, du hast einen Pilzhut. Ja. Du hast auch einen Pilzhut. Du hast keinen Pilz, aber du bist ihre Schwester, also... Okay, noch ist sie drin. Okay, wisst ihr was, dann warte ich... Ja, cool. Dann warte ich jetzt hier, bis sie rausgeht. Beziehungsweise kann ich jetzt... Also...
wenn ich mich jetzt einfach hier hinstelle und warte, so, ne? Weil, dass sie rausgeht, bekommt sie ja auch mit. Weird. Komische Situation. Also imagine, jemand kommt in euer Haus. Ihr stellt euch einfach hier in die Ecke. Und macht das hier. Und sie... Oh. Ich wurde entdeckt. Und sie geht los. Okay. Ich will erstmal die Richtung rausfinden. Doch dahin. Ah, hier nach hinten. Okay, also sie geht relativ schnell abseits. Ich finde auch diese Lanze, die ich da mit mir rumtrage, ist super unauffällig. Okay, sie geht da nach hinten. Ja, okay, das ist tatsächlich abseits von allen anderen. Aber da kommt sie ja nur zu dem Wasser hin. Oder? Hä? Hä, ich hab sie verloren. Hä? Hä? Hä, wo ist denn die jetzt hin? Ist die hier hinten längs oder was? Und dann hier hoch? Hä? Die ist weg. Die ist weg. Hä, aber die konnte doch gar nicht woanders. Hä? Die ist weg. Ich habe keine Ahnung. Geil. Okay. Da muss ich besser aufpassen nächstes Mal. Die kann also ziemlich einfach verschwinden. Ja, die haben natürlich alle die Mode. Mann, wen hatte ich denn jetzt noch nicht? Oder ist die da rein? Baufällig betreten verboten. Sagono. Die ist da drin. Die ist da reingegangen. Okay, ich verstehe. Kommt man da nicht irgendwie seitlich? Ja, genau, hier kommt man rein. Okay, die ist da rein. Lol.
Alles klar. Was geht da ab? Sieht so aus, als hätte mich niemand gesehen. Es wird Zeit für eine weitere geheime nächtliche Schlemmerei. Oh, sie isst Gemüse. Wir werden Einigkeit erreichen. Ja, Gemüse, natürlich. Nom 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 nom. Mama, Mama. Ach ja, so, okay, gut. Also sie isst Gemüse. Ja, laber nicht rum. Alles klar. Okay, so, Sephora, ich habe da eine Information für dich. Jo, ich erzähl dir mal was. Tatsächlich liebt sie schlichte Dinge und das simple Leben in Hateno über alles. Ja, also wir kriegen bestimmt eine Einigung hin. Gut, gib mir Belohnung. Danke. Ja, eben, sie wollen dasselbe, sag ich ja. Wir kriegen das hin. Ich muss aber jetzt nur noch zwei Leute... Hast du einen komischen Hut? Ja, du hast einen komischen Hut. Never mind. Agi, du bist der blöde... Der blöde Typ. Okay. Aber wen habe ich denn jetzt noch keinen scheiß Pilz gegeben? Ich weiß es nicht. Ach so, doch ihr wahrscheinlich nicht, ne? Aber die habe ich letztens nicht mehr gefunden. Die muss ich dann nochmal suchen. Sollen wir jetzt mal warten auf den Unterricht? Ah, ich glaube, wir machen einen Zweiteil aus, Hateno. Es wird mir zu lang. Eine Stunde 13. Ja, habe ich vor. Ich bleibe jetzt einfach hier. Ich bleibe jetzt einfach hier und warte auf die Kinder. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen.